Moin lieber AFC-Fans von der Ardohia-Kampfbahn. Bei mir ist Dennis Lohmann. Dennis, erstmal herzlichen Glückwunsch heute. 4:0 am Ende gegen FC Süderelbe. Nur circa 48 Stunden nach Pokalkick. Waren da einige im Team, die schon gezeigt haben, es zwickt noch der eine oder andere Muskel oder das muss jetzt heute irgendwie mit letzter Kraft durchgezogen werden, das Spiel? Also erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Wir sind natürlich sehr happy, dass wir 4:0 souverän gewonnen haben. Du hast es angesprochen, also am 3. war Pokal, dazwischen lag ein Tag, aber das zeichnet uns auch dieses Jahr aus, dass wir einen breiten Kader haben und ich glaube, wir haben sehr gut gehaushaltet mit unseren Kräften. Das soll gar nicht heißen, dass wir irgendwas was zurückgehalten haben, sondern vielmehr, dass wir wissen, wir haben da Jungs, die sind hinten dran, die sind da, wenn einer nicht mehr kann und das haben wir heute auch sehr gut gezeigt. Heute am Ende 4:0. Danach sah es in der ersten Hälfte nicht unbedingt aus. Süderelbe fanden wir es ziemlich forsch zu Werk gegangen. Hattet ihr die so erwartet oder habt ihr es euch ein bisschen anders vorgestellt, die sich weiter hinten reinstellen würden? Nö, eigentlich genau so haben wir sie erwartet und darauf haben wir eingestellt. Süderelbe spielt immer einen forschen Fußball, aber wir wussten auch, dass wir bei guten Ballgewinn gute Umschaltsituationen und Momente haben werden und ja, das hat uns heute so ein bisschen ausgezeichnet. Was in den letzten Wochen vielleicht so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist diese klare Chancenverwertung. Da haben wir zu viel liegen lassen in den letzten Wochen. Das war heute besser. Wir haben weniger Chancen für 4 Tore gebraucht und deswegen haben wir am Ende auch hochverdient gewonnen. Ja. Nächste Woche geht's weiter gegen den USC Paloma. Immer ein unangenehmer Gegner, wo es hoch hergeht. Was habt ihr euch da vorgenommen? 3 Punkte. Genau das wollte ich hören. Besondere Zielsetzung, also Paloma, eine Mannschaft, die ich so kenne, recht zweikampfstark. Denk mal, da werdet ihr euch irgendwie im Training darauf einstellen, dass ihr da noch ein bisschen irgendwie entsprechend trainiert oder wollt ihr einfach wie üblich da vorgehen, dem Gegner euer Spiel aufzwingen und so weiter wie bisher? Ja, natürlich bereitet man sich auch immer auf den nächsten Gegner vor und schaut so ein bisschen, was macht eine Mannschaft aus, die im nächsten Spiel dann auch kommt. Paloma ist eine zweikampfstarke Truppe, die auch, glaube ich, viel so über den Zusammenhalt kommt, aber auch ihre guten fußballerischen Moment haben und dann nutzen wir die Woche, dass wir uns darauf bestmöglich wieder vorbereiten. Ich denke mal, da haben wir gerade auch wieder nach dem heutigen Auftritt keine Zweifel dran. Herzlichen Glückwunsch schon mal zum klaren Sieg. Schönes Wochenende dir. Wünsche ich auch. Und bis bald. Ciao. Hasan Yilmaz ist bei uns. Hasan, Glückwunsch zum Sieg. Wir haben gerade schon mit Dennis Lohmann gesprochen. Aus der Perspektive des Torwarts, wie war es aus der Perspektive des Abwehrspielers heute mal wieder ohne Gegentor gespielt zu haben? Ja, wie gesagt, also wir haben anfangs ein bisschen Schwierigkeiten gehabt bei der Zuordnung. Wie gesagt, wir haben wieder gut gegen Mann gespielt, wie die letzten Wochen. Es hat auch sehr gut funktioniert. Anfangs, wie gesagt, die ersten 10, 15 Minuten war es ein bisschen schwieriger, aber wir haben es am Ende sehr gut hinbekommen. Wenig zugelassen, kaum ein Torschuss. Die hatten 1, 2 Standards, 1, 2 Ecken, aber ansonsten haben wir solide das Spiel zu Ende gebracht und bin stolz auf die Mannschaft, stolz auf 3 Punkte und blicken alle auf die nächste Woche. Was habt ihr denn dann verändert, dass es dann nach 50 Minuten ein bisschen besser wurde, sag ich mal so? Ja, wie gesagt, wir haben anfangs nicht so viel gesprochen gehabt. Wir mussten erstmal reinkommen, hatten ein bisschen schwierige Woche, muss ich sagen. Hatten Donnerstag gespielt, viele Leute haben viele Minuten in den Beinen, aber unser Kader ist so breit. Ich bin auf jeden Einzelnen stolz. Jeder Mann hat uns geholfen. Die ersten 11 und die alle auf der Bank waren, jeder einzelne Mann hat gespürt, jeder hat für jeden gekämpft. Natürlich war die Woche ein bisschen schwer, muss ich schon sagen, auch für mich. Aber wie gesagt, wir haben mehr kommuniziert und haben das sehr solide rüber die 90 Minuten gebracht. Das heißt ja immer, Spieler spielen lieber, anstatt dass sie zu trainieren. Ist es auch der Fall, wenn man dann innerhalb von 48 Stunden 2 Spiele hat? Ja, das stimmt schon einigermaßen, ja. Aber wie gesagt, ob Training oder Spiel, wir sind immer mit 100% dabei. Natürlich, Freitag haben wir nicht so intensiv trainiert, haben ein bisschen weniger trainiert, bisschen lockerer gemacht, aber das gehört dazu. Wie gesagt, wir machen das alles stark zusammen. Trainer hat das alles gut im Griff und wie gesagt, jeder macht mit, deswegen bin ich sehr stolz darauf. Und erst recht auf die 3 Punkte, muss ich sagen. Also wie gesagt, es war echt kein leichtes Spiel. Wir hatten sehr viel Respekt vor dem Gegner, egal welcher Gegner kommt, wir haben gleich viel Respekt. Und ich bin sehr stolz, dass wir die 3 Punkte geholt haben und die 0 gehalten haben. Das war auch uns sehr wichtig. Was für eine Woche. In Sasel gewonnen, nach Rückstand, dann im Pokal weitergekommen. Heute den Sieg gegen Süderelbe. Ihr habt auf alle Fälle euch das Wochenende verdient. Letzte Frage an dich. Du bist ja schon ein bisschen länger als beim AFC im Sommer gekommen. Hast du dich gut eingelebt bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kannte schon ein paar Spieler. Leslie, ich habe mit ein paar aus schon in der Jugend gespielt. Und man kennt sich halt untereinander. Und ja, am Anfang, ich bin sehr schnell reingekommen, sehr schnell integriert. Ich bin froh, zu dem AFC gewechselt zu sein und hoffe, dass wir unser Ziel erreichen. Sehr schön. Hasan, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Dir noch ein schönes Wochenende. Genieß den Sieg, feier die 3 Punkte. Und genau, der Hinweis nochmal, Flo hat es ja schon angesprochen im Gespräch mit Dennis Lohmann, nächsten Samstag USC Paloma, da sind wir zu Gast. Das nächste Heimspiel dann heute in 2 Wochen gegen Concordia. Schönen Wochenstart wünschen wir und bis dahin. Tschüss.